meine Lieben, willkommen zu meinem allerneuesten Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich filme mal heute ein Get Ready With Me für euch. Habe ich eigentlich eh noch nie gemacht. Und heute zeige ich euch mal, wie ich mich so fertig mache, wenn ich ein Video drehe zum Beispiel, so wie jetzt gerade. Und ja, wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran und gebt mir einen Daumen nach oben, dann werde ich es auf jeden Fall öfter machen, zu verschiedenen Themen oder Anlässen. Und wenn ihr sehen wollt, wie aus diesem Gesicht zu dem wird, bleibt dran. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß. So, ich werde jetzt mal einen Haarreifen nehmen und gebe mal die Haare aus dem Gesicht. Und zwar fange ich immer an mit einem Primer. Und zwar habe ich da von Catrice die Prime and Fine Porifying Anti-Shine Base. Die werde ich mal jetzt einfach ein bisschen auf die Wangen und am Gesicht auftragen. Und ich habe meinen Spiegel vergessen. Die reibe ich dann einfach ein. Als nächstes benutze ich Foundation und zwar habe ich da von L'Oréal Paris die Age Perfect Gold und zwar ist es ein Make-up Serum. Das ist eigentlich für reife Haut, aber ich habe das damals von meiner Mama bekommen und ja, zurzeit passt mir die Farbe ganz gut. Da gebe ich jetzt 1,5 Pumpstöße ungefähr auf meinen Handrücken. Nehme dann zum Verteilen meinen nassen Beauty Schwamm von NYX, der ist ziemlich gut. Diese glatte, gerade Seite taugt mir auf jeden Fall besonders, es geht dann total leicht. Mit klopfenden Bewegungen wird das Ganze dann eingearbeitet, so mache ich es jedenfalls immer. Das funktioniert eigentlich am besten, auch ein bisschen auf dem Hals, damit dieser ganze Übergang eben auch passt. Ich tue immer meine Lider, dass es auch nicht irgendeine andere Farbe hat oder etwa rot ist oder so. Ganz wichtig auch bei den Ohren und bis zum Haaransatz, sonst sieht man da etwa noch einen Unterschied und das wollen wir nicht. Wenn die Foundation fertig auftragen ist, nehme ich dann meinen Concealer. Ich habe da von L.A. Girl den Pro Conceal in High Definition und zwar in der Farbe Porcelain. Das ist glaube ich auch die hellste Stufe, die es da gibt. Und zwar schaut der so aus, man drückt quasi das Produkt raus und dann streicht man das mit diesem Bürstchen auf. Aber da nehme ich nicht viel davon, weil das ist sonst zu extrem. Ich highlight auf jeden Fall unter meinem Auge. Am Kinn, hin und wieder die Nase und dann auf der Stirn ein bisschen. Das ist einfach noch der Rest, was oben ist. Also ich drücke jetzt nicht ein zweites Mal drauf oder so. Das Ganze arbeite ich jetzt wieder mit dem Sponge ein. So, wenn das erledigt ist, könnte man auch baken, was ich aber ziemlich selten bis gar nicht eigentlich mache. Aber was jetzt kommt, ist konturieren. Dafür nehme ich meinen Honolulu Bronzer von W7. Das ist ein Dupe zum Benefit Hoola Bronzer. Der hat diese Farbe. Und zum Konturieren verwende ich diesen Pinsel da. Der ist von Soeva und es ist die Nummer 127. Eigentlich ein Pinsel für Rouge. Aber ich benutze ihn nicht für Rouge, weil es mit dem blöd ist irgendwie. Und das habe ich mir schon so angewöhnt. So, davon nehme ich ganz wenig auf, klopfe ein bisschen was ab, weil sonst einfach zu viel ist und ich hoffe, ich kann das mit diesem mini kleinen Spiegel. Also mittlerweile kann ich ja so halbwegs konturieren, früher habe ich das wirklich überhaupt nicht können. Aber ja, Übung macht wirklich den Meister. Ich tue auch nie zu viel, wenn das kriegt man dann nicht wirklich schnell wieder weg. Ich konturiere eigentlich nur meine Wangenknochen und ein bisschen auf der oberen Haarlinie und ein bisschen unten am Kiefer mit dem Rest, was einfach noch oben ist am Pinsel. Was natürlich auch nicht fehlen darf bei einem Make-up ist Rouge oder Blush, je nachdem wie ihr sagen wollt. Ich habe da von Catrice eins, das war eine Limited Edition und zwar heißt die C01 mit Cherry. Das Ganze sieht so aus, es sind zwei Farben drin. Ich gehe immer in beide Farben rein und zwar mit dem Pinsel, das ist irgendeiner von Evelyn, glaube ich, ein alter. Gehe einfach so rein, klopfe ein bisschen ab und trage ihn mir auf.
Sachen, wenn ich mal ein bisschen zu viel vom Blush oder auch vom Konturierpuder erwische, nehme ich einfach den Kabuki-Pinsel und gehe da nochmal so drüber. Ich nehme mein Puder und set das Ganze. Und zwar benutze ich dafür von Essence das All About Matte Fixing Compact Powder. Das hat keine eigene Farbe, wie man sieht, das ist weiß. Und das trage ich mit diesem Kabuki-Pinsel auf. Das ist einmal einer gewesen von Catrice. Und trage das mit tupfenden Bewegungen auf meine Haut auf. Und wenn das gemacht ist, nehme ich meinen Highlighter von The Balm, den Mary Luminizer. Den werden viele von euch kennen, der ist ziemlich beliebt und begehrt. Meiner ist leider nur schon etwas tot, da ist nicht mehr viel drin, ist mir mal runtergefallen, aber ich liebe ihn über alles. Ich trage den mit so einem Fächerpinsel auf und zwar nehme ich mal da ganz ein bisschen was raus auf die oberen Spitzen und trage den dann auf meinen Wangenknochen auf. Dann ein bisschen da oben. Dann gehe ich mit dem Finger rein, nehme ein bisschen auf meine Fingerspitze und gebe das auf die Nasenspitze. Das tupfe ich so ein bisschen drauf und dann verwische ich es noch, dass es nicht ganz so arg glänzend ist. Und dann mache ich noch einen Strich so über den Nasenrücken quasi. Dann gehe ich wieder kurz rein und gebe das auf mein Lippenherz. Dadurch wirkt ihm auch die Lippe ein bisschen voller. Das war dann mal alles, was Gesicht angeht. Jetzt kommen wir zu den Augen. Dafür werde ich euch vielleicht eine Spur näher ranholen, dass ihr ein bisschen besser seht. So, ich denke, das ist jetzt nah genug. Für Eyeliner nehme ich meinen allzeit beliebten Eyeliner von Catrice, den Liquid Liner in 010 Dating Joe Black. Das ist mein allzeit Favorit, kann man sagen, und das wird auch ziemlich lange bleiben, denke ich. Ich hoffe jetzt nur, ich kriege einen Eyeliner hin, also dass man das auch erkennt. Da wundert euch nicht, Augenbrauen mache ich nicht, weil die habe ich mal erst gefärbt und da finde ich es eigentlich unnötig, wenn ich die dann noch mache, weil ich mag es eh lieber natürlicher. Und so perfekte Augenbrauen, dass sie dann on fleek wären, wenn ich die machen würde, kriege ich einfach nicht hin. Drum lasse ich das weg. Liquid Liner immer gut abstreifen, sonst wird das nichts. Wünscht's mal Glück. Also wenn ich beim Eyeliner immer was verkacke, ist es meistens der vordere Teil, also wünscht's mal Glück. Ich würde sagen, das ist halbwegs okay. Auf jeden Fall besser als mit der Eyeliner-Schablone. Meistens versaue ich den anderen. Also einen mache ich immer schön und der andere ist immer versaut. Bis jetzt ist alles gut. Ich glaube, das sind halbwegs gleich, oder? Ich bin verblüfft. Wunderlicherweise habe ich einen Eyeliner hingekriegt, auf beiden Seiten halbwegs gerade aus zum Schauen. Ich glaube, der ist wirklich fast perfekt. Dann sind wir auch schon fast am Schluss und zwar kommt jetzt die Mascara. Ich habe da von MAC eine und zwar ist das die Mascara B75. Ich weiß nicht, ob die wirklich so heißt. Jedenfalls schaut die so aus. Ist eine sehr komische Verpackung optisch, will mich die überhaupt nicht ansprechen. Also die habe ich aber geschenkt bekommen, darum benutze ich es jetzt einfach. Das Bürstchen dazu schaut so aus einfach, flach und hat Gummiborsten. Da werde ich jetzt aber nicht so viel auftragen, weil ich gebe mir da noch falsche Wimpern drauf. So, das wäre geschafft. Und zwar benutze ich jetzt noch falsche Wimpern. Und zwar sind das von To Die For Cosmetics die Epic Lashes. Die sind wunderschön, habe ich jetzt auch schon dreimal glaube ich sogar schon benutzt. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Als Wimpernkleber benutze ich von Duo Lash den Clear White. Das ist der ganz gewöhnliche Wimpernkleber. Es gibt auch noch einen in Schwarz, den habe ich auch, aber ich will den einmal aufbrauchen vorher, bevor ich den anderen nehme. Und ja, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ich mache das Ganze mit einer Pinzette. Ich hätte auch eigentlich so eine speziell für Wimpern, aber die ist doch irgendwie blöd. Ich finde auch die Verpackung total schön. Glaubt man gar nicht, dass sie einen Mann erschaffen hat, oder? Per, wenn du das siehst, Daumen hoch. Und ich nehme die Wimper jetzt einfach so in die Pinzette rein. Das ist jetzt fürs linke Auge die und da gebe ich jetzt einfach den Wimpernkleber drauf. Lass das Ganze ein bisschen antrocknen und setze mir dann die Wimper auf mein Auge und hoffentlich fehlerfrei. Die Außenseiten darf ruhig ein bisschen mehr oben sein. Da muss er ja,
Da musst du am besten halten, die Wimper. Das Ganze lasse ich jetzt ein bisschen antrocknen. Ich werde mir da auf jeden Fall noch zwei Paar oder so nachbestellen, weil ich finde die echt geil. Ich glaube, es ist schon soweit. Das war jetzt ein bisschen länger als eine Minute, schätze ich mal. Und ja, ich versuche mein Glück. Jetzt muss ich nur mal die zweite schaffen und nicht verkacken. Das ist mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Ich meine, der Wimpernkleber ist jetzt noch nicht ganz trocken, aber... Schaut euch das an. Und schaut euch das an. Das ist ja mickrig. So, ich glaube, ich kann es schon wagen. Ich hoffe, ich habe recht damit. Das ist jetzt irgendwie viel leichter gegangen. Je öfter man das macht, desto einfacher wird es, ich sag's euch. Ich habe es geschafft. Bitte Applaus. Danke. So, der Haarreifen ist weg. Wimpernkleber trocknet. Und ich werde jetzt das letzte Produkt verwenden. Und zwar... Was für die Lippen, logischerweise. Weil das fehlt als einziges noch. Und zwar habe ich da von Colourpop einen Ultra Matte Liquid Lipstick quasi. Und zwar in der Farbe Times Square. Dann gebe ich einfach noch so Ohrstecker rein. Das sind ganz normale Perlenstecker. Und dann bin ich fertig. Das war auch schon alles. Ich gebe zu, wenn ich jetzt mich für Videos oder so schminke, ist das schon ein bisschen mehr. Im Alltag würde ich auf jeden Fall das nicht so machen, beziehungsweise einfach ein bisschen dezenter, mit einem Highlight dezenter, mit den Wimpern auf jeden Fall gar nicht, außer jetzt zu einem Anlass, vielleicht mache ich das bei der Hochzeit oder so. Aber so mit den Wimpern ist mir das im Alltag, glaube ich, ein bisschen zu heavy. Ich werde euch jetzt mal ein bisschen ranzoomen und euch das Ganze im Close-up zeigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Und ich habe gar nicht so verkackt, wie ich dachte, dass ich werde. Respekt an mich, hätte ich mir nicht gedacht. Wenn ihr mehr solche Get Ready With Me's sehen möchtet, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, dass ich weiß, dass es euch gefallen hat. Oder schreibt es mir in die Kommentare, könnt ihr mir auch schreiben, was für ein Get Ready With Me ihr wollt. Oder wollt ihr vielleicht lieber eins, wo ich gar nicht drehe und nur die Produkte herzeige. Das kann ich auch mal probieren. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich nichts verkackt habe. Also ich muss wirklich eigentlich auf Holz klopfen. Ich bin, wie ihr merkt, selbst schwerst verwundert. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ihr könnt mir natürlich auf meinen Social Media Seiten folgen. Die sind unten in der Infobox oder am Schluss in der Endcard verlinkt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr das Video jetzt schaut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.